Mein Name ist Tibor Mügge, bin Inhaber vom landwirtschaftlichen Lohnunternehmen und Transportunternehmen. Wir haben uns spezialisiert auf Grünfutterernte und Vor- und Entsorgung von Biogasanlagen. Wir haben uns seit 2015, seit dieser Saison, für die Europa-Überlade Navarromaus entschieden, da wir dort kostengünstig auch auf größeren Entfernungen Silage transportieren können. Haben die dieses Jahr im Frühjahr schon eingesetzt bei Grünfutter, bei Roggen hauptsächlich und GPS und jetzt im Mais. Wir bewegen jährlich so ungefähr zwischen 55 und 60.000 Tonnen mit dieser Maschine und können größere Entfernungen kostengünstiger gegenüber einem klassischen Traktortransport bewegen. Die Navarromaus wird bei uns grundsätzlich ab 10 Kilometer Entfernung zwischen Feld und Silo eingesetzt.